jetzt auch perfekt an. Wer hätte das gedacht? Eine perfekte Überleitung. Ah, das Lied ist auch wieder so, das ist Hype. Ja, das ist gut. Das ist diese typische League of Legends oder Riot-Musik, wenn wir in den Champions Select sind. Und dann gibt es gleich ein 70-minütiges Game mit 5 Kills. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass das hier vielleicht mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja. Ich würde es natürlich beiden Teams wünschen oder empfehlen, hier ein bisschen zurückhaltender zu bleiben. Einfach weil sehr viel aktuell über Skating läuft. Und beide Teams wollen natürlich gewinnen. Gerade Optic Gaming braucht den Sieg. FlyQuest hat schon 2. Die wollen den Sieg aber natürlich trotzdem auch, um gerade jetzt zu solchen Teams wie Cloud9 oder auch 100 Thieves aufzuschließen. Ja, oder TSM. Mit 1-3 aktuell auch nicht so super dabei. Da könnte Optic nach 2 Wochen mit dem Sieg hier einfach mal die gleiche Statistik haben wie TSM. Oder FlyQuest 2 Wins mehr haben. Hätte das gedacht? Ja. Wird hier ordentlich die Midlane schon mal verdünnt mit Orianna und Azir von FlyQuest gebannt. Ryze auch noch. Und Ryze von Optic, also ich meine, sie will vielleicht doch wieder eine Sinn. könnte sein. Ich wünsche es mir tatsächlich nicht so. Malzah ist, wie schon gesagt, nur offen. Wir haben auch Galio zum Beispiel gesehen in letzter Zeit mit einem Jarvan im Jungle immer wieder diese gute Würde mir gefallen, ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Ezreal First Pick bei Optic, ich meine, sehen wir ziemlich oft in Ezreal als First Pick. Ist halt sehr, sehr safe, macht später seinen Schaden. Ja. Also skaliert recht gut. Und ja, ist nicht so angenehm, gegen zu spielen. Wir sehen auch inzwischen den Nah-Pick bei FlyQuest für die Top Lane. Flame, letzte Woche eine super Performance gehabt mit Gnar gegen TSM beim etwas überraschenden Sieg auf jeden Fall. Mhm. Und mal schauen, was er heute machen kann. Das ist natürlich einer von diesen koreanischen Top-Lanern, die so gut mit Gnar sind. Haben wir vielleicht ganz gerade eben nicht ganz so gesehen bei Sunday, aber ich denke, er hat es auf jeden Fall angedeutet, dass er den Champion kann. Und ist natürlich immer von den Umständen abhängig, wie gut du dann wirklich performen kannst oder was du machen kannst. Aber eben in dem Matchup war es halt echt schwer. Und auch hier hätte Optic Gaming die Möglichkeit, für sich auf der Joplane was Aggressives zu spielen. Ja, apropos aggressiv, in der Mitte haben wir Syndra. Die kann schon früh was machen. Ja. Na, aber sie hat halt immer noch das ganze Spiel über dieses One-Shot-Potenzial und auch die Pflicht, einzelne Ziele rauszunehmen. Ja. An Varus ranzukommen wird allerdings ein bisschen schwierig werden. Es gibt auch noch hier die Möglichkeit, so jemanden wie Braum oder Temkench zu picken. Temkench, war ja zuletzt sehr, gut. Sehr, sehr oft gebannt. Aber am Anfang wurde er recht häufig gespielt. Dann haben die Spieler wirklich gemerkt, wie nervig es ist. Mhm. Und dann wurde er immer häufiger gebannt. Aber jetzt natürlich, wenn du ihn nicht bannen willst, wie es Optik gemacht hat, dann musst du ihn hier eigentlich picken, weil wenn du Syndra pickst und dann der Gegner Tamcatch nimmt, dann ist es sehr, sehr schwer mit der Ultimate hier irgendwen aus dem Spiel zu nehmen. Sehen auch, man hat seinen Kench gepickt. Ist im Endeffekt nicht schlecht, falls die Gegner hier Malzah gepickt hätten. Ja. FlyQuest entscheidet sich aber, auch einen Early Midlaner zu spielen. Zalia, die hier schon mit sehr viel Schaden, wie wir im letzten Game gesehen haben, erzeugen kann. Und auch Roaming wieder. Ja. Hier wäre das Ganze auch wieder gut einsetzbar und kombiniert man mit der Top-Lane. Gerade wenn Optic Gaming sich entscheidet, einen aggressiven Top-Laner zu spielen. Wir hätten die Möglichkeit, nochmal eine Camille zu picken. Es gäbe auch immer noch Jace, den man gegen den Nah spielen kann. Und na ja, er wird die Lane nicht gewinnen, aber scalingmäßig ist er natürlich trotzdem immer noch extrem gut. Wir sehen Rengar als Bann, auf der anderen Seite Zekma konzentriert sich also auf den Jungler. Ja, beide haben noch keinen. Und ja, wahrscheinlich wird es nicht zu sehr viel Abwechslung führen, aber schauen wir mal, vielleicht kann ja jemand hier überraschen. Jarvan ist noch mit dabei, Sejuani. Könnte gut sein, dass es auf die beiden hinausläuft. Jetzt auch draußen. Und Horn wäre, wie schon gesagt, natürlich eine Möglichkeit. Man kann ja auch als Supporter spielen. Die Sache hat sich aber inzwischen komplett erledigt durch den Bann. Ja. Ich finde auch, Horn ist aktuell wirklich, also auf dem Patch noch, sowohl Toplane als auch Support, einer der besten Picks, die du haben kannst. Neben den Standard-Buns, die natürlich rausgenommen werden. Und wir sehen jetzt bei FlyQuest Jarvan für den Jungle. Von denen, die übrig bleiben, ist auf jeden Fall eine der besten Varianten, weil er halt Tankiness mitbringen, trotzdem guten Damage und vor allem einen sicheren Engage. Man könnte hier Kha'Zix wählen bei Optic Gaming, um dann nochmal ein bisschen Schaden mitzubringen. Ich glaube aber, du hast genügend One-Shot-Potenzial, dann brauche ich eher nochmal eine Frontline und sollte sich auf einen Tank konzentrieren. Das
Die Frage auf welchen? Shyvana ging natürlich auch, weil so eine gute Mischung. Du hast wieder viel Damage im Petto und bist halt trotzdem ein bisschen tank, jetzt ein bisschen was aus. Oder Maokai, obwohl Maokai ja auch auf die Toplane gehen kann. Ja, also dann ist Kha'Zix Jungle. Das Ding ist halt echt, dass hier viele der guten Jungler aktuell rausgenommen worden sind. Vor allem die beiden Tank-Jungler, die wir aktuell sehen, Sejuani und Zek, die hat Optic Gaming selbst gebannt. Blitzcrank wäre natürlich mal Troll. Was interessant ist. Komm schon, Stunt. Den Move will ich sehen. Blitzcrank. Och, Mann, ey. Ja, Lulu ist nicht super spektakulär, aber sieht man zumindest eigentlich gar nicht aktuell. Das stimmt. Ist zumindest mal Abwechslung. Ja. Wie gut diese Abwechslung ist, was sich mal dahingestellt, da kann jeder für sich entscheiden, wie interessant er Lulu findet. Wenn Lulu Tamekians Polymorph, während er jemand gefressen hat. Normalerweise sollte die Person ausgespuckt werden direkt. Oder. Ist raus. Oder sie bleibt drin und wird normal ausgespuckt von dem gepolymorphten Tamekench. Warten wir ab und gucken wir, was passiert. Also, könnte gut sein, dass das mal passiert. Ja. Ich bin happy, dass wir nicht mehr die Abendsensormeter haben und deswegen nicht nur Lulu Jenner sehen. Ja. Oder das mal war auch wahnhaft. Wobei Rakan immer cool war. Rakan war halt einer der Supporter, die halt auch immer einen sicheren oder einen starken Engage hatten. Sicher war es nicht zwingend. Aber das ist also so blitzartig gewesen mit dem Flash Ultimate, mit dem Knockup ist ja wunderbar an seinem Kit, dass du eben diesen Dash-Knockup hast, der ja erst nach einem kurzen Delay ausgelöst wird, der Knockup. Und davor kannst du jeden Charm mit der Hat sich das unsichtbar? Ja. Er hat die Ult schon gezündet. Ja. Und evolved auf jeden Fall. Genau. Scheint wohl im Jungle schon zu spielen. Ansonsten, was war auch gut direkt mit dem Early Vorteil, ja. Ja, das stimmt. Die Gegner wissen schon mal nicht, was er spielt. Im Endeffekt, was ich noch sagen wollte, ist, Rakan war auch immer ziemlich cool, weil du mit Rakan natürlich auch noch zum Beispiel mit Orianna eine gute Kombo hattest. Und eigentlich, oder Galio, der auch damals oft gespielt wurde. Ja. Und eigentlich ist sowas wie Hextech Flash für ihn gar nicht so schlecht. Gerade wenn du viel Inspiration und so siehst aktuell. Aber er passt halt einfach nicht in die aktuellen Teamcoms und auch nicht auf die aktuelle Botlane-Meta, weil du halt wirklich Supporter haben möchtest, die Melee sind, die mit Relics arbeiten, die hier Tankiness mitbringen. Und das bietet er aktuell einfach nicht. Ja, sehr, sehr schade. Also kurz nachdem er released wurde, hatte ich glaube auch so 50 Games mit ihm gespammt. Ja. Und hat Spaß gemacht, weil die Leute es wirklich nicht erwartet haben, dass du auf einmal mit dem Flash, mit dem Dash, Ultimate, allem zusammen, dass du direkt auf einmal engagen kannst und dann ordentlich CC hast und natürlich mit diesem Double Jump auf die eigenen Mitspieler da trotzdem noch irgendwie rauskommst, falls es nicht klappen sollte. Okay, den ein bisschen Schaden genommen. Das heißt, der Vorteil, den er gerade noch im Loading-Screen hatte, der ist schon mal weg wieder. Tja, da ist er leider wieder sichtbar geworden. Wäre aber auch ein bisschen unfair, wer hier permanent unsichtbar rumlaufen würde. Ja, ich meine, haben wir schon einen Champion, der das gerne macht. Ja, er will. Ja. Ani ist da schon ziemlich nervig. Wurde hier an der Ping-Bahn-Phase zum Beispiel auch komplett außen vor gelassen, aber ich habe ja schon gestern, wo wir sie gesehen haben, einmal argumentiert, warum ich Kha'Zix besser finde. Gesehen? Als also ich habe sie nicht wirklich gesehen. Wow. Der TSM-Jungler, der Evelynn spielt, also ich habe nicht auf Reddit geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar Comments gab. Ja, also wahrscheinlich. Wie, laufender Ward, TSM-Jungler nicht zu sehen und so weiter, was man so kennt. Die Memes sind auf jeden Fall on point. Ja, aber also ich muss halt sagen, Evelynn, sie hat halt im Solo-Queue immer diesen Vision-Vorteil. Ja. So, du kannst sie nicht spotten und das ist sehr gefährlich. Wenn du aber ein Team hast, was gut kommuniziert und das haben wir gesehen, dann ist sie nicht mehr ganz so stark, wie es normalerweise wäre. Vor allen Dingen kommt sie nicht ins Snowballen, dadurch ist ihr Damage-Potenzial wieder schlechter und im Late fällt sie da so ein bisschen gefühlt ab. Ein Kha'Zix, der hat halt diese Unsichtbarkeit kontrolliertermaßen. So kann sich da halt selbst entscheiden, wie er das einsetzt, bekommt noch ein paar extra Boni dadurch und vor allen Dingen hat er ein bisschen mehr Burst-Potenzial, meiner Meinung nach. Und ist halt sonst ähnlich vom Snowball-Potenzial her. Aber das ist auch so ein bisschen... Wahrscheinlich, wenn ich mehr gute Evelynns gesehen hätte, dann wäre ich auch ein bisschen positiver Evelynn gegenüber eingestellt. Top-Lane, gut, das hier wird sehr uninteressant werden eigentlich, denn Maokai sollte keinen Kill-Pressure haben auf Nah. Aber Nah wiederum schafft sie halt einfach die ganze Zeit Sieg und den Tower zu. Oh, anders. Hier schon mit Double Buff am Start. Ah, Level 3. Ja. Macht mir nur falsche Hoffnung.
er kann dann auch erstmal den Grump und dann. Genau, deswegen. Er versucht jetzt Zeit zu überbrücken, bis praktisch die nächste Wave da ist und man hier die Möglichkeit hat, den Tower nicht tanken zu müssen. Ist natürlich eine Möglichkeit, er wird auch gerade halt, oh, vielleicht läuft Maokai jetzt sogar in die Arme. Oh. Man ist gerade praktisch genau voneinander weggelaufen. Anders dann auch weggegangen, was gar nicht so schlecht war, dadurch, dass Kha'Zix hier von der eigenen Jungle-Route wieder in den oberen Jungle getrieben wurde. Und ich glaube, die Controller steht nicht richtig im Busch drin. Ja. Vielleicht wollte er da so ums Eck mit dir schauen, weil du stellst ja gerne ein Stück weiter unten Ward hin. Und wenn du den Controller-Ward in den Brush reinstellst, dann siehst du diesen normalen Ward. Ja. Der da gerade schön an dieser Kreuzung ist, mit den ganzen Wegen, die da in alle Richtungen führen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, also es war kein Skara-Ward. Im eigenen Jungle kann man das halt auch immer gerne machen, ne? Weil du musst ja nicht dafür sorgen, dass die Control-Ward nicht gesehen wird. Das unwahrscheinlich ist, dass die Gegner vorbeikommen. Ja. Ein Jarvan kann Counter-Jungeln, mit einem Kha'Zix sollte man aber trotzdem vorsichtig sein, wenn er den ersten Schlag bekommt, die erste Q einsetzen kann, ist er mit dem isolierten Damage immer ein bisschen besser dabei als ein Jarvan im Monitor. Definitiv. So, jetzt treffen sich die beiden hier gerade, aber Arcadian will nur ein bisschen. Oh. Unterm Genshin mit dem Das war mies. Aber also ich glaube, der Red Buff hat das geregelt. Ah, da hat man einfach mal ganz easy den Grom abgesnackt und Arcadian holt sich in der Zeit den Luftkrabbler. Die Snake Rap oder Taunty oder welchen Namen auch immer ihr ihm geben möchtet. Ist wichtig für die Vision um den Höllendrachen. Und hier sieht man gerade, man versucht so ein bisschen auf Jarvan zu warten. Ja. Jetzt aber ich meine, entdeckt man sich. Combo. Ja. Na, da kann man gerade nicht weiter fighten. Möchte da nicht den All-In-Trade eingehen, weil man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wer gewinnt. Vor allen Dingen, ob nicht die Midlane dazukommt, denn dann wäre es halt doch ein unausgeglichener Fight. Wir haben auch wieder einen Orianna-Bann gesehen in dieser Pick-and-Bann-Phase. Ja, also Power of Evil hat da immer noch Eindruck hinterlassen. Ja. Auch wenn es letzte Woche nicht so gut funktioniert hat, hatte da auch gegen Team Liquid die eine oder andere Shockwave nicht so getroffen, wie es sein müsste, was natürlich schwer ist. Mittlerweile, nach den paar Jahren, kann man, oder die Spieler sind ja besser darin auch geworden, darauf zu achten, wann die Shockwave kommt, wo sie kommt. Genau so auch mit der Cassiopeia Ultimate. Ja. Früher war das wirklich, hast du da immer gesehen, wie mehrere Gegner gestunt wurden. Und dann siehst du, was Faker macht, dass er da wirklich genau im Prinzip schon predikten kann, wann die Cassiopeia Ultimate kommt, guckt da kurz weg und dreht sich dann wieder direkt Richtung Gegner zu. Noch gerade gesehen, Jarvan musste sich nochmal ein bisschen zurückziehen, Joplane. Auch Maokai, ne, er kann hier einfach nicht aggressiv spielen. Er hat als Tank nicht genügend Damage, auch wenn sein Base-Damage am Anfang gar nicht so schlecht ist. Gerade jetzt gegen Gnar als. Und Gnar hat den Range-Vorteil. Das ist so nervig. Genau deswegen. Kommst nicht mal ran, Gnar hat auch noch diesen Jump. Wenn du ein Minion hast, hast du einen Double-Jump. Da musst du einfach nur versuchen zu farmen. Ja. Und gucken, was da geht, Minion-technisch für spätere Phasen des Spiels. Du kannst natürlich versuchen, nah zu punishen, wenn er mal zu nah unter den Tower geht, zu nah. Dann kannst du ihn verwurzeln und halt gucken, dass der Tower-Aggro ein bisschen zieht. Oder du kannst halt auch versuchen, zum Beispiel einem Stun aus dem Weg zu gehen, indem du da deine W einsetzt. Aber ansonsten ist es für Maokai echt nicht leicht. Und wir sehen hier gerade, okay, den versucht das Gleiche zu machen, was Ander eben bei ihm gemacht hat. Nur, dass man diesmal kein Backup hat und vor allen Dingen, dass hier der Jungler vielleicht schon mal los und sogar abgeworfen wurde. Alles geplant von Arcadian. Perfekt gemacht. Ah, dafür kann sie jetzt. Die Crocs können natürlich durch den Busch durch. Die erschnüffeln den Gegner und wissen dann, wer sich in der Nähe aufhält und angreift. Weißbau, die holt sich hier nochmal ein bisschen Mana mit Hilfe der Honigfrucht. Gleichzeitig die Nightmare den Gegner, was nochmal wirklich gut ist. Und wir haben bisher noch kein Ultplay von Keen gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Zumindest keinen richtigen Roam, der ja eine der Stärken von Talia normalerweise ist. Aber ich denke, es könnte bald kommen, wenn Ander Level 6 wird, hast du natürlich nochmal mehr Kill Pressure mit der Ultimate von Jarvan. Könnte man vielleicht was der Toplane gegen Maokai machen eventuell? Müssen wir mal schauen, was Blacklist sich hier überlegt. Wen siehst du denn vorne, so Teamfight-technisch, Scaling-mäßig? Schwierig. Ich finde tatsächlich, dass
Talia und Syndra nicht die bestscalenden Midlaner sind. Ja. Die sind sich da sehr ähnlich. Varus sollte auf jeden Fall Ezreal outscalen. Der DPS ist da einfach viel höher, gerade mit der Onid-Variante, auch wenn er natürlich item- und goldmäßig wieder ein bisschen hinterhängt. Klar, einfach weil Ezreal Kleptomancy hat. Aber irgendwann wird Varus stärker werden. Und bei Maokai und Nah ist es bei beiden, also wenn Nah in der Megaform ist, sehr ähnlich im Teamfight. Beide sehr viel CC, super tanky. Nah macht meistens ein bisschen mehr Damage und ist da direkter, weil du diese schnelle Ult hast und nicht diese langsam crawlenden Katzen von Sig. Wird schwer werden. Ich glaube, FlyQuest hat hier gute Chancen, auch wenn sie ins Late Game kommen und wenn sie so lange überstehen, weil sie auch einfach Varus haben, der Lulu-Buffs kriegt. Und wenn hier Flame reingeht in der Mega-Nah-Form, kriegt der Lulu und kriegt halt direkt nochmal einen Knock-Up. Also FlyQuest hat hier echt gute Karten, wenn sie ein bisschen durchhalten. Ja, und ich denke einfach, Arcadian wird wahrscheinlich nicht so viel machen können. Selbst wenn er vielleicht jemanden findet, der ein bisschen weniger HP hat. Was eben auch einfach diese Lulu, die Ultimate hat, auch gut gegen Power of Evils Ultimate natürlich, um da jemanden zu beschützen, dass er nicht stirbt am Single-Target-Damage, den Optik da auf jeden Fall hat mit Kha'Zix und Syndra. Und einfach insgesamt, Jarvan dann mit seiner Ultimate, mit seiner Combo. Insgesamt glaube ich noch ein bisschen nützlicher als Arcadian mit Kha'Zix. Wenn natürlich die Mega-Gnar-Form gut nutzen kann, dann sehe ich auch FlyQuest so ein bisschen weiter vorne. Ja. Aber wie so oft, muss man sagen, hängt es natürlich von ab, wer wen mit was trifft, wer von was getroffen wird und so weiter. Wenn du irgendwo Wild Turtle alleine findest, was ja schon mal passieren kann, wie wir wissen, dann kannst du auch auf einmal als Optik einen großen Vorteil haben, obwohl es vielleicht schon im Late Game ist und deine Comp vielleicht ein bisschen schlechter sein sollte. Wir sehen jetzt auf der erste Dach in diesem Game geht an FlyQuest. Schön gemacht, indem man hier auf der Botlane ein bisschen reingepusht hat. Und ansonsten ist das Game wirklich ausgeglichen. Wir sehen es am Gold. Beide Teams hier genau gleich auf. Auch wenn wir Kleptomancy auf einer Seite haben, so viel macht das nicht aus. Vor allen Dingen, weil auf der Top-Lane aber auch 30 Farm Vorsprung herrschen für Flame hier an der Stelle. Und man muss natürlich sagen, insgesamt hat man hier mit Lulu Varus zwei Charaktere, die sich super gut ergänzen. Na, der Honored-Effekt wird ja nochmal ein bisschen durch Lulu verstärkt, beziehungsweise kriegst du nochmal diesen Honored-Effekt zusätzlich drauf. Und jetzt der Engage von Gain, aber der Stun trifft nicht trotzdem die Flash-Ult hinterher. Und da kann man nochmal gegenheilen. Keen überlebt das Ganze hier knapp. Musste vor allen Dingen nur healen und nicht flashen. Damit jetzt der Flash gegen Heal-Trade von Power of Evil. Der Stun hätte wirklich treffen müssen. Ja, war auf jeden Fall nett gedacht. Kann Arcadian natürlich nicht warten, sondern muss da schon ein bisschen vorher raus. Und ja, da muss auf Eva einfach den Stun treffen und dann ist Keen tot. Aber kann natürlich immer daneben gehen. Oh. Lamination hat hier. Lamination. 1v1me, Lulu. Tam Kench ist aktuell auf jeden Fall stark. Auch wenn er hier den Kill nicht kriegen kann. Das hat Lulu schon mal ziemlich zu schaffen gemacht und zwingt Stunt hier so ein bisschen zurück in die Base zu gehen. Ich hätte mir einen Blitzcrank gewünscht, aber ich muss doch sagen, du kannst mit einem Blitzcrank aktuell nicht so viel machen, weil wenn du nicht selbst unterm Tower stehst und du willst ja eigentlich nicht unter deinen Tower gepusht werden, dann solltest du nach einem Grab trotzdem nicht genügend Damage haben, um die Tank-Supporter zu töten. Und an den Ezreal kommst du nicht ran, weil der hüpft dir einfach weg, wenn er mal seinen Blink nutzt. Kannst du mit deinem Grab ja nicht so viel ausrichten. Also im Endeffekt ist ja witzig gewesen. Aber ja, ich hab's genossen, als der Meta war. Einfach auch, weil es für mich so ein bisschen unerwartet kam. Bin auch schon länger dabei. Und es war eigentlich nie so wirklich der Fall. Du hast dann so ein paar Spieler gehabt in den verschiedenen Regionen, die selten mal einen Blitzcrank ausgepackt haben. Leute wie Madlife, Afromove. Mhm. Und da war es dann auch erfolgreich, aber es war dann noch eine Seltenheit. Und letzten Sommer hatten wir dann noch einige. Es ist halt immer Hit or Miss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn er trifft, das ist alles cool und du kannst sogar carryen, wenn ein Carry rauskommt. Kommt drauf an, wen er trifft. Wenn du da so einen Mega-Gnar ranziehst und der dann als Dank erstmal dein ganzes Team in die Wand schlägt. Dann carryst du auch, aber es ging natürlich. Ja. Ne? Kann das dein Team so geil findet, ich weiß nicht. Ah, bestimmt, wenn es witzig aussieht. Oder du wirst reported. Kann auch passieren. Ja, das würde ich auch mal gerne sehen, dass irgendwelche LCS-Spieler hier in den Matches einfach mal die eigenen Mitspieler retten. Ich glaube, manchmal sind die schon echt tilted. Ne? Man kann es natürlich nachvollziehen, wenn du wirklich ein Game hast, in dem du gut performst und der Rest deines Teams macht Fehler, dadurch verlierst du das Spiel. Es ist halt dann immer nervig, weil du alleine kein komplettes Game carry kannst. Ja.
Die Zeiten sind leider vorbei. Oh, jetzt Arcadian wieder mit dem Versuch. Gleich diesmal Play, aber diesmal trifft er Stun und damit wird es hier wieder brennen für ihn. Aber Pauf Evil kein Flash mehr. Hätte der ihn eben behalten, hätte er hier vielleicht einen Kill kriegen können. Somit wieder nichts. Das heißt, noch ein Versuch. Aller guten Dinge sind drei. Ja, und auf der Botlane versucht man jetzt hier komplett reinzutraden. Oh, sehr schönes Auffressen von Lemination. Der Damage reicht trotzdem erstmal nicht. Lulu nutzt ihre Ultimate, um Wild Turtle am Leben zu halten. Okay, Caden kommt jetzt nochmal dazu. Die Ziele sind nicht isoliert. Er könnte genügend Burst Damage haben, wenn er rankommen würde, was er nicht schafft. Und damit wäre wahrscheinlich zu riskant. Kommt hier Wild Turtle und kommt auch Stunt. Gerade so am Tower als Kha'Zix hältst du nicht viel aus. Ich glaube, wenn der Polymorph wieder ready gewesen wäre, wäre er auf jeden Fall gestorben. Oder einfach nur der Slow vielleicht. Hätte schon gleich, wenn die beiden zusammengeblieben wären. Aber da kommt jetzt nochmal von oben. Aber anders. Jarvan. Und da kommt man mit einem guten Jump nochmal davon. Ich glaube, die Fähigkeit von Kha'Zix heißt ja wirklich nur Jump. Ne? Oder Sprung auf Deutsch. Also ein bisschen. Auf Englisch Leap. Oder Leap. Würde ich vermuten. Na, jedenfalls ist der Name da sehr unkreativ gewählt. Ja, es kann nicht alles super kreativ. Es kann nicht alles so sein wie bei Jinx. Deren Fähigkeiten dann einfach ausgefügte Namen haben. Jinx vermisse ich auch so ein bisschen. Sie könnte aber wiederkommen. Ja. Ja, bin ich gespannt, wie das aussehen wird, wenn wir einen neuen Patch haben. Und gerade jetzt, wenn es so ein bisschen länger geht, insgesamt. Sie muss halt scalen, sie ist in der Laning Phase wirklich nicht stark. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass so diese Double Relics Meta ihr ganz gut steht, weil sie halt davon auch profitiert. Ne, wie andere AD Carries, wie Kog'Maw zum Beispiel, so, die in der Laning Phase nicht wirklich stark sind, aber bisher haben wir sie noch nicht gesehen. Toplane jetzt der Roaming-Versuch mit Sam Gensch, mit der Ulti. Und die Katzen treffen hier nochmal. Damit ist der CC auf jeden Fall im Haus. Und First Blood gibt es ja auch nochmal für Ezreal. First Blood Tower allerdings wird man so trotzdem verlieren. Man hat das Ganze gemacht, damit nah auf der Toplane den Turm nicht zerstört. Auf der Botlane allerdings White Turtle hier schnell genug, um den Tower vernichten sollte zu können. Dann an Flychrist gehen, der erste Tower. Schauen wir mal. Das Gold sollte dann ausgeglichen sein, wenn der hier jetzt down geht. Mhm. Und insgesamt nicht viel los. Also jetzt die letzten 2-3 Minuten waren schon so ein bisschen aktiver von den beiden Teams, aber davor war es wirklich noch sehr ruhig, sehr verhalten. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass die Thalia nicht dazu kommt zu roam. Die kriegt hier in der Midlane schon ein ziemliches Brett ins Gesicht gestellt von Power of Evil. Der ist hier sogar dazugekommen. Ja, ich meine Arcadian. Unterstützen. Zweimal da gewesen, Power of Evil zusammen. Da musste Keen schon seine Summoner Spells nutzen und hat nicht wirklich die Situation oder die Möglichkeit bisher gefunden, seine Ultimate zu nutzen. Anders als Jensen gerade eben im Match davor, wie wir gesehen haben, der da sehr, sehr erfolgreich unterwegs war. Schon mit der ersten Ultimate direkt. Aber an sich hat er ja noch Zeit. 10 Minuten gespielt, gleiches Gold. Ein Infernal Drake bei FlyQuest kann man vielleicht noch erwähnen, der ist definitiv nett und der nächste ist ja auch einer. Unterstützt natürlich hier Scaling nochmal und da wird sich White Turtle gerade drüber freuen. Insgesamt natürlich Keen Bonus Damage ist immer gut, ne? Wenn du for free extra Schaden bekommst. Super geil für dich. Wir sehen auch schon, Varus hier mit dem ersten Item hat seinen Rage Blade komplett fertig, hat sich Ninja Tavis gekauft, um hier den AD Damage von Kha'Zix und auch von Ezreal nochmal so ein bisschen runterzunehmen. Ja, und hat seine Rage Blade, genau, die dann mit der ordentlich feuern kann. Genau, und dass Ezreal hier zwei Items hat im Verhältnis zu ihm, ist halt auch nicht verwunderlich. Das ist halt einfach mit Kleptomancy so. Und die Items sind ja nicht die teuersten. Genau. Muss man auch dazu sagen. Icebound Gauntlet ist da auch ziemlich Utility-lastig. Also allgemein Items, die eher was für Tanks sein könnten, sind ein bisschen billiger als die für Carries. Und Iceborne Gauntlet ist ja ursprünglich ein Tank-Item. Wir sehen jetzt hier nochmal den Engage mit der Chain of Corruption. Power of Evil rettet aber Lemination nochmal so ein bisschen. Der Drache geht an Kha'Zix. Gut gemacht mit dem Smite. Acadian schafft sich, den hier nochmal zu holen. Und Ander muss gucken, dass er da nochmal rauskommt. Zig kriegt aber auch zu viel DPS. Kriegt dann sogar nochmal von nah auf die Mütze. Flame inzwischen dabei gleich in der Mega-Form. Lemination geht hier auch noch down. Kha'Zix bekommt nochmal die Lulu. Acadian unsichtbar. Dann nochmal mit der Stopwatch, aber die Q perfekt gesetzt von Thalia. Und Aaron muss hier ein bisschen aufpassen, dass er da nicht zu aggressiv bleibt. Jetzt kommt nochmal der Varus über die Wand. Er springt hier weg und schafft es, ihn zu töten. Zwingt ihn zumindest in die Stopwatch zu gehen, holt sich den Kill und flasht nochmal davon. Und damit
ist der Fight dann trotzdem nochmal recht ausgeglichen ausgegangen. Für Optik Gaming aber besser, dass sie hier nochmal den An, den Andrach, den Höllenarm bekommen haben. Andrach wäre jetzt noch stärker gewesen, hätten sie den Fight auch auf jeden Fall gewonnen, aber der Höllenarm ist schon mal gut, um da das Ganze ein bisschen ausgleichen zu können. Na und, haben wir gesehen, Flame musste natürlich TP'en. Das Timing für ihn jetzt nicht ideal gewesen. Hier Mini-Gnar konnte sogar noch nicht mal direkt Rage aufbauen, erst jetzt hier. Und hat da, glaube ich, nicht mal seine Ultimate in diesem Teamfight rausgebracht. Ist immer so, denke ich, nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, okay, beim nächsten Mal könnte es vielleicht anders laufen. Die Ultimate kann ja im Idealfall sehr, sehr viel machen, den Unterschied ausmachen. Und es war jetzt hier Flame nicht möglich. Ja. Hat dann nur ein bisschen Single-Target-Damage gemacht und geslowt. Und mal Turtle, ja. War nett gedacht, auch hier mit der Stopwatch und dann Arrow mit dem perfekten Timing. Bei Wild Turtle hatte sogar Flash, also wenn es ein kleines bisschen zu früh oder zu spät, wobei zu früh dann wäre er sowieso nicht getroffen worden, aber ein kleines bisschen später und dann hätte Wild Turtle noch flashen können. Arrow hat es aber auch gut gemacht, muss man sagen. Hier perfekt auch mit dem eigenen Timing vom Flash gearbeitet, gewartet, bis die Q nochmal durchkommen kann. Dadurch hat er sich dann einen Kill geholt. Ja, typischer Wild Turtle, würde Sola vielleicht sagen, aber im Endeffekt... Er ist nicht nach vorne geflasht. Er ist nach vorne gesprungen mit dem Knalltappen, aber es ist verständlich gewesen. Im Endeffekt waren sie zu dem Zeitpunkt das Team, was hier mehr Chancen hatte. Er hätte überlegen können, ob er mit dem Flash sogar versucht, eine Q von SWL irgendwie zu dodgen. So ist er auf jeden Fall am Ende nochmal gestorben. Wir sehen in der Mitte jetzt den Rift Herald. Abräumen. Ja, schöner Treffer. Gut gezielt. Ja. Der gute Herald auf stell dir mal vor, es gibt eine Chance, dass der Rift Herald den Tower nicht trifft. Und dann einfach. Aber stell dir mal vor, dann könnte er den gleichen Schaden an Champions machen, wenn er die trifft. Das wäre dann wieder witzig. Da musst du halt echt aufpassen, wo du stehst. Und witzig ist es hier nicht, Power of Evil. Musst du auch schauen, wo er steht. Ja, und das stand da gerade nicht richtig. FlyQuest hat das gut analysiert und hat ihn hier direkt rausnehmen können. Der Burst Damage einfach zu hoch mit Jarvan und Salir. Ja, und damit jetzt hier die Möglichkeit für FlyQuest ein bisschen besser ins Game zu kommen. Vielleicht auch mal den Midlane Tower zu pushen und da ein bisschen Schaden drauf zu bekommen. Oh, Keen muss jetzt hier aufpassen. Arcadian will dann One-on-One. Wollte ihn nur begrüßen. Oh, das ist so knapp. Die Qs kratzen hier gerade so an Kha'Zix und er nutzt sogar direkt nochmal die Ultimate. Ah, FlyQuest hier auf einem guten Weg eigentlich. Also sie haben genügend Scaling-Potenzial mit Varus und mit dieser Kombo mit Lulu. Und sie spielen einfach gerade darauf, das Ganze abzuwarten und sauber hier runter zu spielen. Ja. Goldmäßig ist der Vorsprung oder der Unterschied jetzt nicht so hoch, aber das würde ich tatsächlich eher als gut für FlyQuest einschätzen. Würde ich zustimmen. Ich meine, wir hatten ja attestiert, FlyQuest attestiert, dass die Comp wahrscheinlich ein kleines bisschen besser sein könnte im Late Game. Zumindest je nachdem natürlich, ob du mega klar hast in Teamfights oder nicht. Aber vom Prinzip her einfach gerade jetzt Undert später deutlich nützlicher als Arcadian. Im Normalfall, außer steht eben ein Carry ganz alleine irgendwo in der Gegend rum. Und müssen wir schauen, was Optik draus macht. Vor allem wird es halt schwer gegen eine Lulu jemanden zu one-shotten. Wenn Lulu in der Nähe ist, kann sie halt immer Ult drücken und Knock-Up sogar den Kha'Zix und dann kannst du halt direkt turnen und der kommt nicht weg, so wie es halt eigentlich der Plan ist mit der Unsichtbarkeit. Hatten wir auch eben schon gesehen im Teamfight am Dragon, da hatte Power of Evil Under fokussiert mit seiner Ultimate, der ja schon ziemlich low war. Und dann hat Lulu ihm da nochmal ein bisschen Leben dazu gegeben und dann hat Under deswegen überlebt. Ja, okay, den spielt hier mal weiter mit der Unsichtbarkeit, schafft es aber trotzdem nicht an nah ranzukommen. Toplane Tier 1 ist auch down, er muss hier nicht so weit rauspushen, sondern kann ein bisschen defensiver bleiben. Wir sehen jetzt bei den Item-Builds auch Varus inzwischen mit Wits End. Damit zwei seiner wichtigsten Items fertig und als nächstes könnte sowas wie Runen zum Beispiel kommen. Ezreal hat seine Träne schon voll gestackt und entscheidet sich als nächstes Richtung Blade zu gehen. Also auf den AD Carry Positionen nichts Ungewöhnliches dabei. Allgemein sind wir hier eher Standard-Items. Ja, Power of Evil schon mit einem sehr, sehr frühen Void Stuff, aber kann man nachvollziehen, dass er da wirklich diese Magic Penetration haben will, damit er auch seinen Gegner aus dem Spiel nehmen kann. Flash hier von Lemonation schon draußen, musste der Corruption
Shane nochmal ausweichen und damit gibt sie den Kill für Varus. Teleport von Flame, der ist in der mega nah Form, versucht an die Carries ranzukommen, wird aber glücklicherweise festgehalten von der Ultimate von Sig. Die Katzen sorgen ja einfach dafür, dass FlyQuest nicht weiter reingehen kann. Trotzdem, wieder ein Catch, ist zwar nur der Supporter, aber auf lange Zeit, wenn das weiterhin so läuft, tut das Opti Gaming nicht gut. Vor allem kann jetzt hier FlyQuest wahrscheinlich sich den Dragon holen, zumindest, ja, wo er Under hat, Warmox. Das heißt, wenn der kurz dasteht, dann kann er sich schön hochheilen. Und es ist natürlich ein Infernal Drake, der dritte jetzt hier schon. Den willst du, ja, nicht an deinen Gegner abgeben, ja. Den will jeder natürlich gerne haben. Dieser Was Situation mich hier. Echt immer noch wundert, ist das Power of Evil, die Comfort Picks so hochschätzt oder so wichtig einschätzt im Verhältnis zu den aktuell wirklich starken. Aber er kriegt hier trotzdem den Kill und er beweist mir gerade, dass man auch mit Syndra aktuell noch was reißen kann. Vor allen Dingen hier nochmal der Double für ihn und da muss man einmal drüber reden, dem Jungen sagen, jetzt packt doch nochmal was aus. Und er ist dabei, sich ein Triple zu holen. Wenn die Q hier noch genügend Damage macht, Auto-Attack reicht, um da nochmal einen Kill für Ezreal rauszuholen. White Turtle auch down. Da ist er, der Triple-Kill. Keen, der letzte Überlebende. Power of Evil verlangsamt. Kommt hier nicht mehr hinterher. Das dann reicht nicht. Aber das ist fast ein Ace. Und vor allen Dingen Höllendrache für Optic Gaming. Uiuiui. Na, da muss man gerade einmal anfangen. Da hat er sich gerade auch gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Zeit des Redens ist vorbei. Mori wüsste, worum es da geht. Joplane Tower steht sogar auch noch ganz, ganz knapp, auch wenn da genügend Vasallen da sind. Das Gold ist wieder ausgeglichen. Plus ein Infernal Drake für Optik. Das war jetzt auch wieder so, wie eigentlich in den letzten Matches, die wir von Optik bis, oder die drei Matches, die wir bisher gesehen haben, sind immer wieder gute Aktionen dabei, dann sind wieder schlechte Aktionen dabei und insgesamt ist es dann relativ knapp, auch so wie heute. Und das wird jetzt natürlich ein super Fight. Hier direkt Lulu gekillt und schön weit hinten Power of Evil und Arrow natürlich auch unantastbar quasi in dem Teamfight. Flame an sich mit keiner schlechten Gnar-Ultimate, aber da fehlt dann auch schon der Damage. Keen muss weit hinten stehen. Arcadian stirbt nicht mal. Mhm. Und drei Kills für Power of Evil, der hier knapp, vielleicht fast noch getroffen. Aber das sah auf jeden Fall gut aus, aus Optik-Sicht. Ja. Aber vor allen Dingen hat Power of Evil gezeigt, dass Syndra halt doch Potenzial hat. Sie kann vom DPS her nicht mit den Metapicks aktuell mithalten. Aber da ist natürlich auch nicht ihr Fokus. Sie will lieber mit Burst so überzeugen. Und das macht man ja auch zusammen mit Kha'Zix. Hat dann einfach eine Thalia keine Chance. Man nimmt sich hier nochmal ein Jungle Camp mit und versucht weiterhin ein bisschen zu pushen. Baron an sich wäre jetzt zu risky. Dazu fehlt dann der DPS. Aber wenn man hier nochmal einen Catch dann kann, im besten Fall natürlich Under rausnehmen kann, dann sollte es möglich sein, hier auch Richtung Baron zu gehen oder zu pushen. In der Überzahl ist das immer am besten machbar. Ich meine, es ist auch die starke Phase von Syndra eben. Wir wissen ja, dass sie im Midgame sehr, sehr gut ist und dann im Late Game so ein bisschen im Vergleich jetzt zu Azir, Ryze und so weiter das Nachsehen hat. Das war ja das, was wir kritisiert haben, nicht dass der Champion sich schlecht ist, sondern einfach im aktuellen Meta, in dem die Spiele meistens länger gehen. Ah, hier wird es auch nochmal ein bisschen knapper für Under. Die Q von Ezreal sitzt. Chain of Corruption kommt ja auch nochmal durch. Kann da Elimination festhalten und Power of Evil wird hier fokussiert, rausgenommen, auch wenn er da fast nochmal einen Kill kriegen kann. Die Schilde und die Ult von Lulu zu stark. Man tradet 1 gegen 1. Jungler jetzt zwar draußen, aber dadurch, dass man hier nicht den Spielervorteil hat, wird es jedoch risky sein, den Baron zu machen. Man kann es probieren, auf jeden Fall. Ja, allerdings sollte FlyQuest das hier trotz fehlender Vision merken, weil man einfach niemanden von Optic Gaming mehr sieht und man rotiert auch clevererweise dazu. Ward ist da. Wer soll ihn stealen eigentlich? Flame vielleicht. Er versucht es auf jeden Fall. Steht in der Nähe, wird aber geblockt von Maokai. Schön gemacht von Optic Gaming. Sie holen sich hier den Baron. Und damit jetzt die Möglichkeit für sie, endlich mal vielleicht an den Inhibitor ranzukommen. Ja, läuft anderem ziemlich alleine rum, darf er eigentlich nicht machen. Ich meine, wir haben eben gesehen, was mit Keen passiert ist, ein paar Sekunden vorher auf der Top-Lane. Und dann nimmt er natürlich super viel Damage hier. Ja. Und dann kommt Arcadian einfach gleich von unten und ja. Das war halt gut gespielt im Endeffekt von FlyQuest. Fokussieren hier Syndra, die halt selbst nicht viel aushält und die gegen mehrere Ziele gleichzeitig nichts machen kann.
Ein Aseer, der war natürlich gebannt, aber ein Aseer an sich hätte da bessere Chancen, ja, weil du halt auch die Wall, Möglichkeit, genau, mit der Wall hast, mit der Phalanx hast. Oder er killt einfach alle. Vielleicht auch. Rankommen. Schauen wir jetzt mal, was Optik mit dem Baron-Buff machen kann. Ich meine, auf der Botlane steht noch der Tier 1 Tower, der sollte so einer ist in der Regel eigentlich free. Sollte kein Problem darstellen, ist ja auch schon relativ angeschlagen hier. Ja, der Botlane Tower ist hier wirklich free. Da kann niemand das Ganze verteidigen. Kann man hier schon mal so ein bisschen poken. Arrow natürlich super nervig da mit diesen Ezreal Qs. Auch ein gutes Game von ihm bislang. 3-0-5. Bisschen mehr Farm als Wild Turtle. Und wenn dann die Qs treffen von Ezreal, die Mystic Shots, dann tut das schon mal weh hier auf einem Wild Turtle oder Keen vor allem. Ja. Oder auch Stunt. Jetzt mal sagen wir jetzt eines der wenigen Spiele. Oh, die Chain hier wieder, diesmal um Lemonation festzuhalten. Und man fokussiert ihn hinterm Kench, weil er normalerweise der ist, der andere Leute retten könnte. Sich selbst allerdings kann er nicht fressen. Würde ein bisschen strange aussehen. Und im Endeffekt versucht man deshalb, ihn zu fokussieren, weil er halt der Einzige ist, der nicht wirklich wegkommen kann. Schafft sie aber nicht, ihn zu töten und damit schon wieder sehr viel verpulvert, was wichtig wäre, um den Botlane-Tower zu verteidigen. Den kann man jetzt einreißen, auch nochmal schön den Bonus-Damage gesehen, den man hier durch die Resolve-Masteries anrichten kann. Und ja, Optic Gaming holt sich so langsam mal sicher einen kleinen Vorsprung. Die Frage ist nur, ob das reicht. Sie standen halt nie wirklich schlecht da im Early- und im Mid-Game. Aber im Late-Game hat es dann immer so ein bisschen gehapert. Und da könnte es auch hier wieder schwierig werden, zumindest wenn man auf Scaling guckt. Jetzt die Rotation mit seinem Cange Richtung Top-Lane. Ah, reicht das? Nee. Baron Buff jetzt noch eine Minute da, vielleicht kann man da noch den Toplane tauen, der wird jetzt hier gepinkt. Bis auf Sieg sind auch alle Optikspieler da in dem Bereich, Flame sollte ein bisschen aufpassen, hat jetzt aber natürlich seine Minions für den Jump. Ah, da will man jetzt wieder einen Catch landen, Flame ist hier schon mal auf 2000 AP runtergegangen. Muss flashen. Man kommt aber nicht ganz ran an ihn. Kann nochmal mit Tam Genshin natürlich so ein bisschen die Tower-Agro aufheben. Und man kriegt auch den Tier 2 Tower, was gut ist. Den Baron kann man hier nutzen, um so ein bisschen näher an die Base ranzukommen. Aber das wird noch nicht reichen. Also da braucht auf jeden Fall Optik Gaming mehr auf jeden als nur diesen einen Push, um das Spiel wirklich zu entscheiden und sicher zu haben. Das ist halt das Ding. Aber es war ein erster großer Schritt, gerade auch mit den Infernals, die da noch ein bisschen mithelfen. Das ist, glaube ich, auch der größte Goldunterschied jetzt in dem Game bisher. Ich meine, es war lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen. 1000 Goldunterschied. Die 3000, die sind da schon ein bisschen mehr spürbar. Ich meine, es ist an sich ein Item insgesamt, ein größeres, ausgebautes Item auf die Spieler verteilt. Kann dann vielleicht schon mal den Unterschied machen, aber ein Fehler und FlyQuest könnte da sein. Ne? Das haben wir ja gestern gesehen. FlyQuest gegen die Golden Guardians war ein ziemliches Hin und Her. Wo, denke ich, beide Teams hätten gewinnen können. Ja. Golden Guardians hatten ihre Chancen, die FlyQuest ihnen geboten hat. Sie konnten sie aber nicht nutzen. Und schauen wir mal, ob Optik das heute besser hinbekommt. Also sie haben auf jeden Fall Voraussetzungen dazu. Das Ding ist halt, dass sie haben jetzt nochmal Drachengold, was wichtig ist, auch für einen anderen Drachen später. Wenn sie weiterhin den Druck aufrechterhalten, ist das gut für sie, weil sie dann nochmal einen Bonus für Teamfights etc. bekommen. Der nächste Drache wird eine Andache. Das Problem ist nur, dass ihr Goldvorsprung aktuell zu großen Teilen wirklich durch die Türme kommt, die sie mehr haben und natürlich auch durch die 1-2 Kills und Kleptomancy. Wenn FlyQuest hier einmal einen richtigen Fight gewinnt und selbst es schafft zu pushen, dann können sie das Gold recht schnell ausgleichen. Das könnte halt nochmal die Turnmöglichkeit, sag mal, ermöglichen für FlyQuest oder besser ermöglichen. Ob die Gaming aber wieder mit einem guten Stun, den man natürlich auch gerne als Öffner für einen Fight sehen kann. Oder einfach Arrow noch eine leichtere Choke-Möglichkeiten einfach. Genau, also das tut hier jetzt schon richtig weh, wenn er dann mal gerade eben eine Lulu oder einen Varus trifft. Das haben wir natürlich nicht wieder der Versuch, das hilft allerdings nicht. Und der nächste Tower. Ein bisschen was blocken könnte. War ja gebannt. Und kann Arrow dann doch schon bisschen mehr machen, wie das dann auch dann. Und man kriegt den Tower, das ist halt das Hauptziel. Und ich finde es auch sehr gut, dass Optik Gaming hier nicht sagt, wir treffen den Stun, wir gehen komplett rein. Ja. Sie wissen, man hat eine Lulu, die kann blocken, man hat auch genügend Engage-Potenzial bei FlyQuest, die können dich da sehr gut punishen. Und man gerade entscheidet sich, Javan, einfach, wenn er irgendwie Kataklysm raushaut, wenn Flame jetzt Mega Gnar hat, kann er ja die Wand an sich, das Terrain nutzen für seine Ultimate. Und wenn du da nicht aufpasst, dann kann das super schnell verheerend sein für dich und dein Team. Und
der Vorsprung ist auf gar keinen Fall so groß jetzt hier, dass du als Optik sowas, dass du überhaupt nachdenken solltest, sowas zu riskieren. Also gerade auch jetzt, der Baron Buff war ja schon ausgelaufen, noch einen Tower bekommen. Passiert auch nicht so oft bei so einem Siege, also kann man absolut mit leben und jetzt in einer Minute wieder gucken, dass man vielleicht den zweiten Baron auch noch bekommt. Ah, FlyQuest versucht hier selbst noch ein bisschen aggressiver zu werden. Natürlich kommt auch der Movement Speed hier Varus zugute, damit er den DPS auch wirklich ausnutzen kann. Ja, da unbehelligt seine Autotex an Maokai landen kann. Trotzdem, Maokai ist halt einer der besten Full-Tanks auf der Top-Lane, die du aktuell hast. Der einzige, der vielleicht noch ein bisschen besser und beliebter aktuell ist, ist Ornn. Wir sehen jetzt auch, man versucht hier hinterher zu gehen. Kann das aber nicht so aggressiv spielen, wie man gerne möchte. Na, auch in der Mini-Form. Und er braucht eine Weile, um wirklich groß zu werden, um die Rage zu stecken. Ja, und wenn er das nicht hat, dann hat er auch kein CC und dann kann man nicht teamfighten. Arrow hat eben, glaube ich, 4 Mystic Shots hintereinander getroffen auf Flame und Under. Da hilft natürlich Warmox, dass du dich kurz innerhalb von ein paar Sekunden wieder hochheilen kannst gegen diesen Poke. Der da schon sehr nervig. Und da ist die Talia Wall. Aber Keen wird direkt deswegen auch bestraft und getötet. Stun auf Under, der versucht reinzugehen. Und das dreht hier gerade Optic Gaming einwandfrei um. Power of Evil mit weniger als 100 AP und dem Outplay-Button auf Varus, damit er down nur noch Stunt und Flame leben. Hier, die sind beide schnell genug, um wegkommen zu können. Aber das wird der nächste Baron für Optic Gaming. Und dieser Teamfight für sie sehr gut vom Timing. Aber Keen, nee, hat's versucht. Das Play war auch gar nicht so dumm. Man wollte gegen einfach den Rückweg abschneiden und sie zum Fight forcieren. Aber Optic Gaming hat sich gedacht, gut, wenn wir kämpfen müssen, dann gewinnen wir den wenigstens auch. Direkt mit dem Jump und dem Engage auf Keen und bei isolierten Zielen machte Cady hier nochmal ein bisschen Bonus-Damage, wie man gesehen hat. Und damit gibt sie jetzt gerade den Baron for free. Easy Fight. Na, das war wirklich schön gespielt. Auch, ja, da, man muss da, mal, da man muss mal auf die Aufteilung der anderen Spieler achten. Ja. Flame und White Turtle kommen hier nicht mal ansatzweise rechtzeitig ran, um zu helfen. Man schafft die Chain of Corruption einzusetzen, aber Anders stirbt, ohne dass großartig was passiert. Dann ist der CC da in Form von Maokai. White Turtle wird hier auch einmal rausgenommen, auch ja, wenn er fast auch noch Power of Evil kriegt. Er ist aber auch noch geflasht, das heißt im nächsten Teamfight hat er möglicherweise keinen Flash. War auf jeden Fall gute Idee, gut geschaltet von Arcadian, dass er da Keen alleine gesehen hat, bisschen isoliert. Und dann sieht man auch, dass wie viel Damage Karzix machen kann an so einem isolierten Ziel. Mhm. Und Keen hat das nicht respektiert. Ich finde, die Wall an sich war eine gute Idee, aber dann darf er da nicht so alleine rumstehen. Und auch der Reststand ist so super. Oh, der Stun war top. 4 Mann hat man hier gerade mit dem Scatter the Weak stunnen können. Und da wird man direkt wieder belohnt mit dem Kill. Und Power of Evil zeigt, hey, Metapixel in der Midlane. Leute, come on. Das ist doch... Das kann auch jeder. Ja, man spielt hier einfach Sünder und versucht damit die Gegner zu vernichten. Und es funktioniert. Die Base der Gegner wird jetzt eingerissen. Erster Tier 3 Tower down. Auf der Botlane ist man auch gut dabei. Ezreal kriegt den Turm hier sehr, sehr schnell. Erster Inhibitor fällt jetzt auch noch. Und Optic Gaming, das muss ihr erster Sieg werden. So wie sie jetzt gerade spielen, darf man hier das Ganze nicht mehr verlieren. Und es sieht für sie wirklich gut aus. 2 Inhibitoren down. Under noch 15 Sekunden auf Under. Das hier jetzt durchzuziehen, könnte auch risky sein. Einfach auf den Tower gehen. Aber man konzentriert sich genau. Einfach Flame auf die Türme. Mega klar. Power Weevil hat noch seinen mit Abstand wichtigsten Spell. Die Skill-Taste geht noch. Ja, man schafft es ja auch, die Gegner wirklich gut abzuhalten. Gerade mit der Maokai Ultimate. Einfach auf den Ult von Ezreal hier nochmal, um die Gegner ein bisschen zurückzusetzen. Nächster Tower, den man kriegt. Man nutzt den Baron hier wirklich sehr gut aus. Und die Super-Vasallen sollten mit den nächsten Waves auch so langsam ankommen. Nochmal das Scatter the Weak. Under kommt jetzt aber raus. Schafft es hier nochmal ein bisschen Distanz gut zu machen. Und eben war er sehr voreilig, was den Engage anging. Es war wieder kein Follow-up von seinem Team möglich. Jetzt allerdings kommt man sich da nochmal fangen. Die Frage ist nur, reicht das? Denn 3 zerstörte Inhibs zu verteidigen wird schwer. Varus der Einzige, der hier den Wave Clear wirklich mitbringt. Vor allem geht es jetzt noch zum Elder Drake mit 3 Elemental Drakes. Danach einfach nochmal in die Base gehen. Und die drei Lanes pushen und eigentlich sollte da nichts mehr anbrennen für Optic Gaming. Ja, kriegt ja auch den Ahndrachen und damit sollte der nächste Teamfight auch nochmal zugunsten von Optic Gaming verlaufen. Aber das werden wir sehen. Vielleicht holt FlyQuest hier nochmal das Powerplay raus.
Man merkt auch Thalia hier nicht ganz so effektiv wie im letzten Game, wenn man keine Lane hatte, die man nach vorne bringen musste. Nah hat so oder so funktioniert. Thalia hat in der Midlane ein bisschen zu viel kassiert. Und auf der Botlane ist es aktuell eh schwierig, sich im Vorteil zu erspielen. Deshalb wird die Ult jetzt eher defensiv genutzt oder halt, um die Gegner so ein bisschen zu splitten, das gegnerische Team aufzuteilen. Ja. Und ja, das war's für Keen. So läuft das, wenn Kha'Zix... Keine Steinwand für dich und auch für Flame sieht's gerade nicht gut aus. Und das hätte eine Evelynn nicht machen können, meiner Meinung nach. Nee. Trotzdem natürlich hier Arcadian zu sie wahrscheinlich auch abgeräumt, aber der das zweite stimmt. Kill... Und dann sollte das hier jetzt eigentlich auch... Also sogar Righteous Glory hier eingesetzt. Aber eher dafür da, um die Gegner zu zonen. Der letzte... Einfach angegangen. Der Fountain festnageln. Einfach CC in die Leute. Ja. Und damit der letzte Nexus Tower jetzt auch gefallen. Noch die Watch-Statistik ein bisschen gut. Hochpushen. Vision kannst Score du sagen, oben halten. Kannst du sagen, du weißt, dass Wards wichtig sind. Und haben wir den ersten Win von Optic Gaming. Ja. Verdient. Absolut verdient. Mhm. Am Anfang ein bisschen, also es war ja lange recht ausgeglichen. Und ja, dann ging es recht gut im gegnerischen Jungle ab. Hier die Picks. Romain Biguer. Ja. Der Typ war halt bei Unicorns of Love. Das war eigentlich Mr. Unicorn. Genau. Der hypt das sich halt immer. Das ist auch komisch, so ihn nicht mehr mit diesem Einhorn. Mit dieser Einhorn-Kopfbedeckung zu sehen und den Farben und oben ohne und alles. Yellowstar lächelt trotzdem. Na, der Junge ist halt einfach happy die ganze Zeit. Yellowstar, sag ich. Wie komme ich auf Wild Yellowstar? Turtle. Wild Turtle. warum komme ich auf Yellowstar? Wahrscheinlich wegen dem Trikot, weil es gelb war. Vielleicht wegen Roma, weil er auch Franzose ist. Stimmt. Das wäre das Einzige. Vielleicht auch deswegen. Das wäre das Einzige, was mir eingefallen ist. Es ist halt auch einfach spät. Es ist echt nicht meine Zeit. LCK ist aber nächste Woche wieder mein Ding. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten kann sich hier auch natürlich FlyQuest ein bisschen damit vertrösten, dass sie lange gut gegengehalten haben und dass sie trotzdem nur noch gut stehen. Mhm. Aber am meisten wird sich hier auf jeden Fall Optic Gaming freuen, dass sie endlich ihren ersten Sieg haben. Und vor allen Dingen wird sich Power of Evil freuen, dass seine Syndra so gut funktioniert hat. Ja. Na? Ich war am Anfang echt skeptisch, muss ich sagen. Ja, ich meine, wir haben ja gestern schon ein bisschen drauf rumgehackt. Einfach, dass der Champion nicht so gut ist, wenn du eben in den 20, 30, 40, 45, 40 nicht ganz, aber wenn du einfach im Midgame nicht viel machst. Es hat hier funktioniert, auch wenn die ersten zwei Ganks von Arcadian eben nur Summoner Spells gebracht haben. Beim ersten hat der Power of Evil sogar mit dem Flash mehr praktisch verbraucht. Mhm. Und danach hat es aber besser funktioniert. Der Triple Kill oder 2 plus 1 Kills in dem einen Fight am Dragon hat auf jeden Fall ordentlich was gemacht in dem Game. Und ja, wenn Optik, wie wir sehen, wenn das Team es schafft, das auszuspielen mit den zwei Barons insgesamt auch gut, dann wirklich am Ende super wenige Fehler gemacht, als der Vorteil da war. Und ja... Hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass Optik nicht einfach weggestompt wurde in den ersten drei Games. Dass da schon eine gewisse Basis da war. Und dann haben die Jungs heute nochmal gezeigt, dass da auch mal ein Sieg drin ist jetzt, der definitiv nötig war nach den ersten drei. Auf jeden Fall. Na, auch um so ein bisschen vielleicht die Motivation wieder zu finden, weil irgendwann, wenn sich in deinem Kopf so festsetzt, dass man halt nur verliert, dann ist es für ein Team natürlich auch schwer, so ein bisschen aus diesem Kreis auszubrechen. Das hat Optic Gaming auf jeden Fall heute geschafft. Ja. Man hat auch wieder einen Kha'Zix gesehen, was ich sehr, sehr schön finde, weil der hat wirklich gut performt. Ja. Natürlich hat er irgendwann so gesnowballt. Genau. Gerade später, dann, als er dreimal insgesamt, glaube ich, Keen alleine im One-on-One gekillt hat, ihn da gefunden hat, der es wirklich nicht respektiert hat, was der Kha'Zix machen kann. Und dafür hat er mehrfach mit seinem Leben bezahlt. Mhm. Wobei der letzte Kill wahrscheinlich nicht mehr wirklich den Unterschied gemacht hätte. Aber also Arcadian auf jeden Fall die Situation später gefunden, die er finden musste, weil Kha'Zix ja, wie wir gesagt haben, nicht so super im Late-Game ist, es wirklich Probleme hat in diesen 5-on-5 Teamfights da was zu machen, normal CC'd wird und dann einfach stirbt. Ja. Ich bin auch immer noch der Meinung, man hätte mit dem Scaling noch ein bisschen mehr machen können mit Varus, aber dazu ist dann Optic Gaming irgendwann zu weit vorne gewesen. Und da haben sich auch die Fights immer wieder sehr gut ausgewählt, wussten, wann kann man reingehen, wann nicht. Die Scattered Weak Plays waren auf jeden Fall on point und super wichtig. Also, dass da der Stun da war, auch gerade defensiv, das war hier sehr, sehr schön umgesetzt. Der eine gerade am Ende, der war wirklich schön, als der FlyQuest nochmal versucht hat zu engagen auf der Botlane am eigenen Inhib-Tower. Vier Mann.
So, das ist halt, das ist schon so gut, wie es geht eigentlich, ne? Wenn du mit nah eine Ult zum Beispiel landest und das ganze Team stunst, kann das auch einen kompletten Fight entscheiden. Und dieser Stun halt hat auch komplett entschieden, dass da der Engage einfach erstmal negiert wurde von FlyQuest und man da wieder zurück in diesen Push verfallen konnte, den man ja sonst die ganze Zeit ausgespielt hat. Gutes Game von Optik. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch auffällig gewesen, Flame war nicht wirklich drin, also... Und das, obwohl er nahe diese Mega-Gnar-Situation gefunden. Selten auch wirklich Mega-Gnar gewesen, so ein Teamfight. Wenn, dann war es schon zu spät, das eine Mal am Dragon, wo es dann die 3 Kills für Power of Evil gab. Definitiv nicht so präsent gewesen wie letzte Woche mit Gnar. Aber es gibt diese Games. Ist jetzt nichts gegen ihn direkt, sondern die Situation muss es auch hergeben mit dem Champion. Ich habe auch das Gefühl, dass hier Maokai natürlich keine Power gegeben hat auf der Top-Lane, aber er ist halt immer ein sehr sicherer Pick. Ja, ich meine, du drückst R und du hast halt auch das Stand in der Lane. Du kannst R drücken. Genau, Lane kann nicht immer R drücken. Ja, genau. So, du bist halt da verlässlicher. So, das ist das, was man hier praktisch auf der Top-Lane haben wollte. Verlässlichkeit, einfach ein Tank, eine Frontline. Das hat gut funktioniert in dem Sinne. Herzlichen Glückwunsch an Optic Gaming. Als nächstes haben wir dann die folgende Golden Guardians. Genau, die Golden Guardians. CLG. Das könnte nochmal, das ist das Spiel, wo ich heute tatsächlich sagen muss, es wird ausgeglichen, aber es könnte sehr zäh werden. Ja. Weil es halt beides Teams sind, die aktuell nicht so gut dastehen. Jetzt seht ihr das unten auch nochmal eingeblendet. Genau. Na, da bin ich jetzt immer ein bisschen schneller hinterher und gucke, dass das alles läuft. Allerdings machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause, damit wir auch rechtzeitig wieder da sind mit der nächsten Begegnung. Deswegen bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder in ungefähr 800 Minuten. Bis gleich. Macht das wunderbar.